bin es gewohnt, ausgepfiffen und niedergebrüllt und geschlagen zu werden. Herr Präsident, können Sie diesen Schreihals mal abstellen? Sie sind ein Mann des Unfriedens und des Streites. Diese pseudo-elitäre Arroganz, die können Sie in Hamburger Ortsvereinen praktizieren. Die Weltwirtschaft ist durch diese Verwerfung in eine Krise geraten, die ihr nicht begreifen wollt. Ihr beschäftigt euch mit der Krise des eigenen Hirns, statt mit den ökonomischen Bedingungen. Ich bin für alles schuldig, aber für das heute nicht. Sie sind offenbar Fachmann für alles. Halten Sie doch mal die Gosch und hören Sie zu, Sie Kamel. Sie sagen dem Volk die Unwahrheit, der Bundeskanzlerin. Ich lasse das nicht durchgehen. Ob so durchgehen? Können Sie nicht die Partei behandeln, die in Nordrhein-Westfalen die Mehrheit hat. Nun reden Sie doch nicht so einen Stuss. Sie sollten schweigen. Ja, vielleicht lassen Sie mich meinen Satz aussprechen, ohne allen gleich zu beweisen, dass auch das Sie nicht wollen. Ein Augenblick bitte. Und dann ging die große Scheiße wieder los. Doch unerhört, ja. Wir haben hier von Kollegen Mitteilungen bekommen über Zwischenrufe, die unmöglich sind. Sie sind Geschichte. Im guten und im schlechten Sinne. 3 Zentner Fleisch gewordene Vergangenheit. Herr Abgeordneter Fisch, ich rufe Sie zum zweiten Mal zur Ordnung. Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch. Herr Abgeordneter Fischer, ich schließe Sie aus der Teilnahme der weiteren Sitzung aus. Wer randalieren, fliegt raus. Wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen. Wissen Sie? Wollte ein versöhnendes Wort sagen. Sie wollen es nicht hören. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihnen ist noch manches erspart geblieben.